Alle Jahre wieder kommt, ob uns das nun passt oder nicht, das obligatorische Christuskind in die Quere. Bei manchen ist es auch der Limonaden-Weihnachtsmann, mal im Monster-Truck, gern auch mit dem notorisch schnapsnasigen Rentier Rudi vor dem Jingle-Bell-Schlitten. Aber die gefühlsduselige Adventszeit hat mehr zu bieten. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch. Erst kürzlich überschlugen sich die Medien geradezu pflichtbewusst mit Inklusionsappellen und lauthalsen Forderungen nach Barrierefreiheit. Es galt mal wieder, den Tag des behinderten Menschen politisch korrekt hinter sich zu bringen. Mich erinnern solche Memorial Days irgendwie an die peinliche Nummer mit dem Muttertag. Besagte Mütter werden an ihrem jährlichen Ehrentag bekanntlich mit Kölnisch Wasser, verblühenden Schnittblumen und wohlfeilen Mitleidsbekundungen abgespeist. Die werden dann am folgenden Tag schleunigst einer allgemeinen Amnesie anheimgegeben. Uns Behinderten bleiben Billigparfum und Tankstellenfloristik zwar in der Regel erspart. Dem jährlichen internationalen Gedenktag an Menschen mit Behinderungen, das ist am 3. Dezember, folgt aber unweigerlich ein 4. Dezember. Und an diesem und weiteren 364 Tagen passiert dann nichts. Dass fast alle Damen und Herren Politiker und Politikerinnen gleich welcher Couleur immer noch ohne Schamrot anzulaufen, von Wahlperiode zu Wahlperiode die gleichen Ausreden finden, wenn es darum geht, die Rechte von Menschen mit Behinderungen ernst zu nehmen. Und umzusetzen, wohlgemerkt, dazu fällt mir persönlich nichts mehr ein. Allerdings, meine Stimme bekommen diese Typen schon lange nicht mehr. Ich empfehle das zur Nachahmung. Aber wir müssen uns gar nicht immer in den von Lobbyisten beherrschten Sümpfen der Politik herumtreiben, um zu erleben, was es immer noch heißt, mit einer Behinderung zu leben. Mal ein konkretes Beispiel. Erinnern Sie sich noch daran, wie das war, ein paar Wochen in eine häusliche Quarantäne weggesperrt zu werden? Sie wissen schon, Corona lässt grüßen. Jetzt stellen Sie sich mal so einen Hausarrest vor, der nicht ein, zwei Wochen dauert, sondern monatelang. Gibt es nicht? Gibt es doch. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht laufen kann, bekommt mit Unterstützung seiner Krankenkasse als Hilfsmittel, als behinderter Mensch auf ärztliches Rezept einen Rollstuhl gestellt, geliefert vom Sanitätshaus seines Vertrauens. Verträge zwischen Dienstleister, sprich Sanitätshaus und Krankenkassen garantieren, zumindest auf geduldigem Papier, darüber hinaus das zeitnahe Stellen eines adäquaten Ersatzes, falls das rollende Hilfsmittel mal für längere Zeit in die Reparatur muss. So weit, so gut. Die Realität allerdings sieht anders aus. Regelmäßig einen Monat oder länger ans Haus, nicht etwa an den Rollstuhl, gefesselt sein, diese Erfahrung machen mit mir viele Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, wenn sie das Haus verlassen wollen. Auch so eine Art alle Jahre wieder. Der Grund: Seit Jahren, nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie oder des Kriegsbeginns in der Ukraine, sind Sanitätshäuser und Rollstuhlanbieter nicht in der Lage, dringend benötigte Ersatzteile
zeitnah zu beschaffen. Ich nehme mit einiger Wahrscheinlichkeit an, dass die gerne zitierten Lieferketten mit Vorliebe aus Fernost, sprich China, die Reparatur unserer Rollstühle, genauer gesagt der Motoren, die sie antreiben, auf den gefühlten Sankt-Nimmerleins-Tag hinausschieben. Abgesehen mal davon, dass das Problem der Abhängigkeit von aus dem Ruder laufenden, schwer zu kontrollierenden und jede Just-in-Time-Praxis ad absurdum führenden Lieferketten nicht erst seit Corona und Ukraine bekannt sind, es ist nicht mehr zu übersehen, dass Sanitätshäuser und Hersteller von Hilfsmitteln ausschließlich daran interessiert sind, ihre sauteuren Produkte zu verkaufen. Hat man erst einmal das Geld der Behinderten, meist über die Krankenkassen, auf dem Konto, gilt das Motto ganz offensichtlich: nach mir die Sintflut. Meine Meinung? Gefragt sind hier vor allem die Krankenkassen, die von den Sanitätshäusern als williges Instrument zum Gelddrucken missbraucht werden. Nur ein beharrliches Bestehen auf der Einhaltung von Verträgen in Sachen Hilfsmitteln könnte den nötigen Druck auf Händler und Hersteller erzeugen, wieder für erträgliche Verhältnisse auch nach dem Verkauf zum Beispiel von Rollstühlen zu sorgen. Jos van Aken.